Ich glaube, wir haben hier gerade ein paar Leute mit Problemen. Ich mach mal, ich keine Ahnung, wie ich mich jetzt hier. Ich lege mich einfach hier hin und hoffe darauf. So. Dass mich nicht gleich wieder ein Creeper wach macht. So. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Mangrovenholz, geil. Guck mal, wie weiß das ist. Tatsächlich, ich glaube, wir sind hier in einem Vulkangebiet. Guck mal, ey, das ist ja fett. Mangroven wachsen im Vulkangebiet? Oder das ist nebenan. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mal sagen hier, das sieht aus wie das. Ich bin wieder sehr einfallsreich, ich weiß. Und diesen Berg, da müsste ich auch noch benennen, das kann ich aber gleich machen. So, jetzt tut es mir gar nicht mal leid, dass ich jetzt hier erstmal ein bisschen Mangroven hacken muss. So, und ich nehme auch gerne hoch. Saplings mit. So viel wir kriegen können. Also ich möchte zumindest hier. Zwei 64er Sticks. Von dem Agroves haben. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man hier hacken muss. Wie weit gehen die so weit in den Boden? Was ist das denn? Das sollte man. Ist das normal? Wachsen die so? Also ich meine, ist das so? Die scheinen ja hier alle in den Boden zu gehen. Das sollte man, glaube ich, dann beim Pflanzen beachten. Was haben wir denn? 48. Ja, da können wir noch ein bisschen, ne? Und haben wir auch schon. Jawohl, wir haben auch schon. What the fuck? Piss dich. Schieß zurück, Kollege. Ja, ich hätte vielleicht nicht das Ding wegmachen sollen. Komm mal her. Oh shit, das geht nicht. Ich bin doof. Guck. Ach, leg dich nicht mit dem scheiß Bogenschützen an, der da im Wasser hängt. Der Penner. Ich gehe woanders hin. Hier scheint ja alles voll mit Mangroven zu sein. Alter, ich fasse es ja nicht. Leider nicht nur mit Mangroven, sondern auch mit irgendwelchen Unholden, die hier abhängen. Was haben wir denn da hinten eigentlich? Also da, was sind das denn da für Bäume? Da muss ich gleich mal schauen, ob ich die auch noch nicht kenne. Was ist passiert? Da ist uns glatt die Axt um die Ohren geflogen. Ich glaube, da müssen wir mal kurz gegen steuern. Oh. Zack. Wir brauchen den hier und für eine Axt brauchen wir ein bisschen mehr, ne? So. Ich mach direkt mal zwei, man weiß ja nie. Ich höre hier überall die Typen, aber ich habe keine Ahnung. Ich sehe nichts. So ganz im Boden gehe ich jetzt nicht. So. Aber cool.
Hier kommt man zumindest besser ran, als wenn die irgendwie in weite Höhen ragen würden. Jetzt gehe ich ja doch in den Boden. Wollte ich doch gar nicht. Was mache ich denn hier? Sapperlot. So, ich gehe mal Richtung dieses Vulkanes. Aber die Sache ist, komme ich da hoch? Hier haben wir natürlich auch schön viel Mangrobenholz. So, ich glaube, Setzlinge haben wir genug. Setzlinge haben wir erstmal genug. Tut mir leid, dass wir jetzt hier ein bisschen mit Holzbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt sind, aber das muss halt auch mal sein. Jetzt könnte ich natürlich weiter über Außenpolitik philosophieren. Es gibt da ja einen Staat, ich meine, es gibt viele Staaten, aber es gibt da einen Staat, der hat, weiß ich nicht, in den letzten paar Jahrzehnten, glaube ich, so an mehr als 100 Konflikten mitgewirkt. Aktiv. Ja, meistens immer nur in der Regel für den eigenen Nutzen und nicht für Menschenrechte. Und wenn das mal nicht einer der Hauptgründe für den weltweiten Terrorismus ist, meiner Meinung nach, dann weiß ich auch nicht. Jetzt bin ich schon wieder bei dem Thema, okay. Lassen wir das. Anderes Thema. Ballerspiele. Nein. Spiele ich auch. Und wenn da jemand behauptet, dass das irgendwas, also dass man da irgendwie das nicht von der Realität unterscheiden könnte, dann weiß ich aber auch nicht. Also es ist einfach nur ganz großer Bullshit. Es mag immer einzelne Personen geben, aber die haben halt andere Probleme. Ja. Und dass man dann sagt, ja, bei den letzten Terroranschlägen, die Leute, die hatten alle irgendwie psychische Probleme oder die Leute waren alle irgendwie Shooter am Zocken. Das ist so scheinheilig. Man könnte ja auch sagen, ja, die Leute waren alle beim Bäcker. Was weiß ich. Ja, also alle Leute, die zum Bäcker gehen, sind auch potenzielle Terroristen oder was. Es ist doch Blödsinn einfach. Es ist einfach Bullshit. So, beim Bäcker wird mit scharfen Brötchen geschossen oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich jetzt. Ist so. Ne, es ist aber. Ich meine, irgendwelche Gemeinsamkeiten findet man immer. Und das ist doch. Die Gründe liegen doch woanders, Leute. Ich denke mal, das wissen auch die meisten, außer die Leute, die ganz stupide konsumieren und ihr Kopf nicht einschalten. Die lassen sich natürlich, es gibt natürlich leider Gottes, gibt es genug Leute, die ihren Kopf nicht einschalten und einfach nur das glauben, was ihnen da vorlamentiert wird. Tag ein, Tag aus, hoch und runter, immer wieder. Schon gehirnwäschemäßig wird den Leuten da irgendwas erzählt. Und da gibt es halt genug Leute, die für die ist die Flimmerkiste heilig. Ne? So, was im Fernsehen kommt, was da gesagt wird, das ist die Wahrheit. Und was nicht im Fernsehen läuft, das existiert nicht für manche Leute. Ja, da kannst du machen, was du willst. Was habe ich noch nie gesehen? Habe noch nie jemand drüber erzählt. Gibt's nicht. Also kenne ich auch. Solche Argumente. Schon gehört. Was haben wir denn hier? Aschestein.
Aschestein. Es sind tatsächlich Vulkane. Wie geil. Ich nehme mal Aschestein mit. Wir graben uns jetzt einfach mal durch... Den kennen wir schon. Wir graben uns jetzt ein bisschen durch den Aschestein. Der scheint sich auch ganz locker abzubauen. Und der... Es ist schon cool gemacht. Der ist auch anscheinend nur wieder auf den äußersten Schichten natürlich. Wo sich die Lava schon mal drüber gesetzt hat. Oder was weiß ich. Wenn man das jetzt mal so nachvollzieht. Keine Ahnung. Ist eigentlich, dann wäre es ja Lavastein. Dann wäre es ja Lavagestein. Es ist Aschegestein. Aber egal. Die Asche legt sich ja auch nach dem Vulkanausbruch. Legt die sich ja auch. Über die... Landschaft. Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte eigentlich. Und... Gut, dass die jetzt versteinert. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Nach Jahren. Ich glaube, ich müsste mir mal... Jetzt fehlt mir eine Spitzhacke, ne? Das ist ja super. Hallo? Hier. Und es wird dunkel. Wir müssen uns beeilen. Spitzhacke. 1, 2. Warum ich da jetzt 2 mache, keine Ahnung. Aber was ich auch denke... Oh Mist, jetzt fehlt mir ein Holz. Ach Leute. Ich weiß, ich habe Bambus. Aber ich habe gerade irgendwie keinen Bock, jetzt wieder ins andere Menü, in den Rucksack zu wechseln. Also mache ich das jetzt eben so. Ich sehe, dass die Schaufel gleich im Argen ist. Also mache ich direkt auch eine Schaufel. So, dann kloppen wir uns mal hier rein. Diesen Stein wollte ich zwar gar nicht, aber was soll's. Wird sich hingelegt und fertig ist die Kiste. So, Bett wieder her. Jetzt muss ich mal ganz kurz doch hier rein. Und zwar, zum einen lege ich den zurück, zum anderen lege ich den zurück. Dann habe ich hier... Oh, wir haben schon schön viel Mangrovenholz. Mangrovenholz, 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 Aschestein, Mangrovenholz. Sand nehmen wir auch immer mit. Ja, den Pflasterstein, alles klar. Mangrovensetzlinge natürlich. Seerosenblätter, ja, können wir auch, kann ich auch gebrauchen, eventuell. So. Haben wir das Ganze hier wieder ein bisschen sortiert. Wir futtern mal was. Ich dachte hier gleich noch... verhungern. Und dann machen wir uns hier einen Weg nach oben. Hier gibt es ein bisschen mehr Aschestein. Das ist ganz gut. So, was ich habe keine Ahnung, wie schnell wir wieder an Aschenstein kommen. Also würde ich mal sagen, nehme ich mal 2, 3 Stacks mit. Ich weiß es nicht. Es geht ja ratzfatz hier. Ich muss gleich noch einen Wegpunkt setzen, eine Markierung setzen. Muss ich nicht, aber ich würde hier mal gerne... Was ist das? Das Zeug hatte ich auch schon mal, ne? Xyxylyxy-Block. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch Salz. Das nehmen wir natürlich auch mit. Das Zeug hier ist auch recht schwarz. Ja. Dagegen wirkt der Aschestein ja schon wieder richtig hell, ne? Oh, was ist das denn? Krass.
Was? Der ist hier sogar noch ganz... frische Asche quasi. Geile Scheiße. Heftig. Ich bin schon ein bisschen begeistert von dem Biom hier. Das ist richtig schön gemacht. Geil, da muss ich gleich mal gucken. Was können wir jetzt mal machen? Hier blubbert es quasi raus. Das ist schon cool gemacht. Und hier dieser fette Vulkan. Ich gehe mal da hoch. Gucken wir mal, ob man sich das hier angucken kann. Alter. Ich bin hier echt... Ach, das sehe ich jetzt nicht. Warte mal. Krass. Guck mal hier, die ganze Seite. Da läuft die ganze Lava runter. Und da sind überall hier eine ganze... So ein Vulkangebirge mäßig, so ein Gebirgszug, der sich da nach rechts oben schlängelt und da hinten auch nochmal, also ein geiles Biom. Was? Nein, bleib hier. Ich wollte hier. Ich wollte, wo bin ich denn? Der Alter. Alter. Das ist hier eigentlich... keine Ahnung. Zorn Gaias. Was weiß ich. Oder Terra. Was weiß ich. Der Zorn von Mutter Erde, der sich hier ergießt. Ist sogar mal ein kleines bisschen poetisch, würde ich sagen. Ich nehme doch einfach mal hier den Totenkopf, weil es ist ja nicht gerade sehr gesund. Der Name ist doch mal ein bisschen... guck mal, hier ist mal ein Grovenparadies und direkt daneben Zorn. Ja, ja, so, heißer Tod oder so. Und ich muss sagen, es sieht hier mächtig prächtig aus. Mächtig prächtig. Ich habe ein bisschen Schiss. Guck mal, hier ist wieder die heiße Asche, die noch dampft. Ey, wie geil ist das denn? Und da unten alles Mangroven. Ich fasse es nicht. Wie cool. Ich weiß noch gar nicht, wo wir als nächstes hingehen. Alles Mangroven. Wir nehmen noch ein bisschen Osche mit. Immer schön, wenn man Asche hat. So, ein bisschen Asche auf der Tasche ist immer ganz gut. Achso, das kann ich nur... Guck mal. Das gibt es gar nicht als Dingens. Sehr gut. Ich denke mal, das reicht jetzt auch an Asche. An Aschestein. Ist okay, würde ich sagen. Hier so ein bisschen können wir... was? Dann würde ich mal sagen, wo gehen wir denn als nächstes? Also dann würde ich mal sagen, dann würde ich mal fragen, wo gehen wir lang? Ich würde sagen, bla bla. Hier unten war ja, glaube ich, auch Meer, ne? Das sieht alles so meerig aus. So meerig. Wir bewegen uns einfach mal hier weiter nach oben in den Gefilden, wo wir noch nicht waren. Ja, mach ich das doch mal. Autsch. Auf dem Weg vielleicht noch das ein oder andere bisschen Mangrovenholz einsammeln. Kann ja nicht schaden.
Ich würde nämlich gerne ein Haus, ein Mangrovenhaus bauen, ein Haus in Weiß. Das wäre auf jeden Fall das richtige Weiß hier für eine Küche. Wobei die jetzt aus weißem Marmor ist, ist auch okay. Das lasse ich dann vielleicht auch so. Geht aber tief hier. Oh, wie tief geht denn dieses Mangrovenholz? Alter, was? Da auch noch? Da auch noch? Das ist aber krass. Ich guck mal hier. Ich sehe irgendwas in der Nähe. Ich sehe hier gar nichts in der Nähe, ne? Nichts, was irgendwie nach einer coolen Location aus. Also ich meine, gut, Location ist hier grundsätzlich cool, aber ich meine jetzt halt so eine Special Location. Mit Schatztruhe. Da finde ich leider nicht viel von. Okay, es reicht jetzt erstmal mit dem Mangrovenholz, würde ich sagen, ne? Sollte mich mal ein bisschen zusammenreißen. Ja gut, was hast du denn aus dem Oma? Ich weiß nämlich selber noch nicht. Oh oh. Oh, er fängt sich wieder. Ich weiß selber noch nicht, wo ich die denn dann so lagere. Oh, ich glaube, jetzt komme ich auch aus dem Mangrovengebiet raus. Was heißt, was rede ich denn? Wo ich die anpflanzen werde, weiß ich noch nicht. Deshalb